Wenn man sich mit Göttern einlässt, sollte man wissen, was man tut. In American Gods von Neil Gaiman muss auch Shadow diese Erfahrung machen. Nachdem er 3 Jahre lang im Gefängnis saß und dann einige Tage früher entlassen wurde, weil seine Frau bei einem Unfall gestorben ist, spricht ihn der geheimnisvolle Mr. Wednesday auf dem Weg zur Beerdigung an. Er bietet ihnen einen Job an, für ihn als Leibwächter zu fungieren und auch ein paar Botenaufträge zu erledigen. Was Shadow jedoch nicht weiß ist, Mr. Wednesday ist ein Gott. Und natürlich ist Wednesday nicht sein richtiger Name, aber wie viele Götter, die in Amerika leben, hat auch sein Name was mit seinem eigentlichen Göttertum zu tun. Denn Shadow begibt sich quer auf eine Reise durch das ganze Land mit ihm und trifft dabei auf andere Götter. Dabei stellt sich heraus, dass Wednesday versucht, mit den alten Göttern gegen die neuen Götter zu kämpfen. Die neuen Götter haben keine richtigen Namen, sie sind eher so Götter der Technologie oder Götter der Medien, Götter des Films und so weiter. Wednesday will sich denen halt entgegenstellen, damit sie wieder zu alter Stärke finden. Denn die Menschen verlieren den Glauben an diese alten Götter. Wenn Menschen nicht mehr an Götter glauben, dann gehen diese Götter ein. Und es war auch nicht mal deren Ziel, in Amerika zu stranden. Denn durch den Glauben der Immigranten in Amerika sind sie hier einfach gelandet. Ohne gefragt zu werden, die Armen. Daraus entspinnt sich eine sehr interessante Geschichte, die viele verschiedene Genres zusammenfasst. Da hat man einmal Roadtrip, da hat man Fantasy, da hat man ein bisschen Mystery und ein bisschen Krimi und so weiter. Die Geschichte nimmt auch schnell Fahrt auf. Obwohl sich Gaiman immer für jede Szene seine Zeit lässt, um sie aufzubauen, wirkt doch nichts irgendwie künstlich gestreckt oder irgendwie langatmig. Er schafft es einfach, die wichtigen Aspekte einzubauen, der Szene ihre Glaubhaftigkeit verleiht. Auch wird die Haupthandlung immer wieder unterbrochen durch kleinere Geschichten, die jetzt nichts direkt mit dem Geschehen zu tun haben, aber halt auch andere Götter beleuchten oder halt wie manche Götter nach Amerika gekommen sind oder halt einfache Einzelschicksale, die später dann doch noch eine Rolle spielen werden. Shadow ist dabei als Protagonist sehr sympathisch, man kann sich eben gut mit ihm identifizieren. Er wirkt aber nicht glattgebügelt, auch er hat seine Fehler, er ist auch nicht immer der hellste, aber er ist auch nicht gerade auf den Kopf gefallen. Er braucht immer ein bisschen, um was zu verstehen, aber schlussendlich versteht das dann doch. Wednesday auf der anderen Seite ist hinterlistig und verschlagen und wirkt auch sehr eitel. Und um ehrlich zu sein, wirkt jede Gottheit eitel. Offensichtlich ist diese Art Arroganz diesen Wesen zu eigen. Und man merkt auch, die Beziehung zwischen den beiden ist immer doch ein wenig angespannt, weil Shadow immer nicht gut findet, wie Wednesday mit anderen Menschen umgeht. Und auch Wednesday ist nicht immer zufrieden mit dem, was Shadow tut, weil Shadow seiner Meinung nach immer nicht sehr effektiv ist. Aber trotzdem bleiben die beiden in diesem Arbeitsverhältnis. Es ist interessant zu sehen, wie viele verschiedene Mythologien in diesem Buch vorkommen. Da hat man die ägyptische Mythologie, die nordische Mythologie, natürlich auch ein bisschen amerikanische Mythos und auch afrikanischen Mythos. Und man wird auch immer wieder auf Namen stoßen, die man kennt, auf mehr oder weniger bekannte Gottheiten. Und es ist auch immer sehr interessant, was für verschiedene Fähigkeiten sie haben und was für Wesen sie sind. Obwohl dieses Buch natürlich zugegebenermaßen sehr vielen Fantasy-Anteil hat, wirkt dieser doch nicht zu abgehoben. Die beiden Welten verschmelzen perfekt. Im Gegensatz zu Coraline oder auch der Ozean am Ende der Straße verzahnt es hier direkt. Also die Gottheiten wandern in der normalen Welt herum. Es gibt natürlich auch noch eine andere Welt, aber der Fokus liegt halt wirklich auf der Hauptwelt. Gaiman versucht damit auch ein bisschen seine Immigration in Amerika zu schildern, wie er dieses Land sieht und was ihn daran so fasziniert, was er dabei so interessant findet. Das vorliegende Buch ist in der Director's Cut Version und hat ca. 14.000 Wörter mehr. Ich kann natürlich nicht den Vergleich ziehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Buch gekürzt irgendwie interessanter oder besser ist, weil ich finde, es hat genau die Länge, die es braucht. Es erzählt genau das, was es muss. Und nicht ohne Grund habe ich diesem Buch 5 von 5 Sternen gegeben. Damit bin ich schon fertig mit meiner Review, hoffe ich. Und habt ihr das Buch gelesen? Wie steht ihr dazu? Es kommt ja auch bald eine Serie. Findet ihr, dass es verfilmt werden kann? Ja, und ansonsten sehen wir uns bestimmt nochmal. Und bis dahin, bye bye.